Wenn er sich aber mal ein bisschen mehr Einen anstrengt wunderschönen und Freitagnachmittag, Freitagnachmittag. Wenn ihr das seht, keine Ahnung. Ist mir ich das egal. nochmal? Willkommen zur Bewertung von TMC vs. Zachary und der gute Rain darf anfangen. Juhu. Okay, ich fasse mich kurz und dieses Mal fasse ich mich auch wirklich kurz. Bei Video habe ich einen 3 zu 2 in Zachary gegeben. Ich denke mal, die Begründung ist klar. So, er hat ein sehr solides Video mit vielen Locations, guten Cuts, guter Nachbearbeitung. TMCs Video ist auch nicht schlecht, aber allein qualitativ ist das schon eine ordentliche Schippe weniger als bei Zachary. Flow habe ich einen 2 zu 2 gegeben. Zachary ist ein bisschen unroutinierter als sonst. Ich finde, in seiner Imitation am Anfang war er ganz gut, da kam er gut auf den Beat, aber der zweite Part besonders hatte mega viele Flow-Fehler und war overall ziemlich Offbeat. TMC hingegen ist ganz gut im Takt, allerdings liegt es bei ihnen an der Audioqualität, die ist ziemlich unsauber und er hat ab und zu noch diese komischen Betonungen drin, die zwar mittlerweile halbwegs cool klingen, aber ich finde, er muss seinen Style immer noch perfektionieren, deswegen hier 2 zu 2. Punchers habe ich ein 3 zu 3 gegeben. Zachary hatte halt das Intro und auch ein paar gute Lines. Zum Beispiel meine Ganzkörperspastiken hast du in deiner Fratze. Oder dass er auch ein paar Schüsse gegen TFR und BRX und die ganzen Dudes da ausgeteilt hat. Was jetzt zwangsweise nicht auf TMC bezogen ist, aber trotzdem ganz lustig war. Die Shoppe-Hook war auch sehr. Ach, die war nicht musikalisch. Die war musikalisch ziemlich schlecht sogar, finde ich. Das kann Shoppe auf jeden Fall besser. Aber dafür hatte sie nice Punchlines und overall war das eine ganz solide Leistung. TMC, finde ich, hat ein bisschen mehr Pointen als Zachary. Er hat auf jeden Fall sehr nice Lines, zum Beispiel, dass Zachary so dünn ist, dass seine Adern von alleine rausgucken und er deswegen keinen Gürtel braucht, um die zu stauen, weil er sich ja in seiner letzten Runde Heroin gespritzt hat oder in Anführungsstrichen Heroin gespritzt hat. Oder dass er bei Windstärke 3 schon abhebt oder dass er Alzheimer-Bulimie hat. Er kotzt, aber vergisst zu essen, so. Halt alles allgemein so Schüsse gegen Zacharys Gewicht, was ziemlich lustig kommt. Deswegen hier ein 3 zu 3 und damit komme ich auf den Endstand von 8 zu 7 für Zachary. Ultra knappes Ding. Ich finde, beide haben sich saugut geschlagen. TMC hat sich besonders gut gesteigert, aber Zachary, Digga, flowmäßig geht da mehr so. In deiner Quali hast du es auch hingekriegt. Also leg dich mal ein bisschen mehr ins Zeug, so. Und ja, damit wäre bei mir Zachary weiter. Okay. So, ich sehe das Ganze ein kleines bisschen anders da. Bei mir war es so, dass ich Zacharys Leistung im Vergleich zu der Quali und der vorigen Runde extrem wack fand. Und die von TMC im Vergleich zur vorigen Runde extrem gut fand. So, aber komme ich zur Bewertung. Im Video habe ich ein 2-3 an Zachary. Ja, Zachary hat halt bessere Location, bessere Schnitts und TMC hat zwar auch ein schönes Video und trotz der zu recht wenigen Beleuchtung noch eine gute Qualität, aber es war halt einfach zu einseitig, so von Locations her und von allem drum und dran. Deswegen hier Videopunkt mit 3-2 an Zachary. Im Flow gebe ich sogar ein 3-2 an TMC, weil Zachary einfach dafür auf dem zweiten Beat viel zu viele Flow-Fehler hat und im letzten Teil und am letzten Abschnitt auch fast durchgehend Offbeat ist. Und wie du auch schon erwähnt hast, in der Quali, das war übertrieben sick und da muss er auch wieder hin, damit sich's nice und geil anhört. So fand ich es halt zu übertrieben daneben. TMC hat im Gegensatz dazu halt sehr schön auf dem Beat gerappt, auch wenn die Betonungen manchmal nicht ganz so der Burner waren. Trotzdem war es halt für mich vom Flow her besser, weil er einfach besser auf den Beat kam und auch besser rüberkam und dadurch auch in vielen Sachen verständlicher war. Kommen wir zu den Punchlines. Punchlines. Ist bei mir so, dass ich TMC im Groben und Ganzen einen Tick weit besser fand, aufgrund dessen, dass er mehr Lines hatte über die komplette Runde verteilt. Bei Zachary war es so, dass das Intro nice war, der erste Part war noch relativ nice und auf dem letzten Part hat er dann komplett reingeschissen, indem er einen Double Time noch übergebracht hat, wie er die Freundin von TMC wegballert oder sowas. Was du zum einen gegen jeden bringen kannst, zum anderen dadurch, dass du auch noch mega Offbeat und unsauber warst und dich mega viel versprochen hast, konnte man sich die Kacke nicht mehr richtig anhören. Ich habe es nur verstanden, indem ich den Text mitgelesen habe. Und das hat halt das Ganze relativ gut runtergezogen. Ich glaube, wenn du das Letzte weggelassen hättest, dann wäre es bei dir auch besser gewesen und die Punchlines wären auch besser angekommen, weil so hattest du zum Schluss halt fast gar nichts mehr. Die Lines brauche ich so jetzt nicht mehr alle erwähnen, das hat der gute Rain schon gemacht, weil ungefähr dieselben habe ich mir auch rausgeschrieben. Was ich bei TMC aber noch geil fand, war halt, dass er sich so wirklich so dargestellt hat, dass er sich einen Wecker stellen muss, weil er sonst bei Zacharys Runden einpennt.
was in Anbetracht der Tatsache, dass er Punchlines, von den Punchlines her ziemlich viele Federn fallen lässt, auch gut Zug hat. Und ja, die Lines, die auf Zacharys dünnen Körper hinzufügen, da fand ich die Line mega nice, wo TMC sagt, dass Zachary ja abgehoben ist, aber er erst bei Windstärke 3 abhebt. Das fand ich auch noch extrem nice. Ich habe Punchlines 3-2 an TMC und habe so einen Endstand von 8-7 für TMC. Und damit entscheidet der gute Dr. Dox, wer in diesem Battle weiterkommt. Und da ich die Bewertung noch nicht habe, bleibt das Ganze hier offen. Yo. Bin gespannt. War auf jeden Fall ein nice Battle, so egal wer gewinnt. Ich denke mal, beide wären ein berechtigter Sieger, unabhängig davon, wie Dox jetzt bewertet. Richtig. War ein schönes und knappes Battle. Jo. Okay, bis zum nächsten Mal. So, erstes Battle des Achtels. Das erste Battle des Achtels haben TMC und Zachary bestritten. Fangen wir gleich mal bei TMC an. TMC bekommt für sein Video 3 Punkte. Du hast eine nice Performance, sowie eine gute Nachbearbeitung, finde ich gut. Also, ja, das Video hat mir gefallen. Flow bekommst du 2 Punkte. Ich finde, du hast einen ziemlich komischen Flow. Oder der Flow ist ja noch sogar halbwegs okay, aber die Betonungen gehen einfach teilweise zu sehr ab. So Zachary und so halt. So, halt schon ein bisschen zu abgefuckt, finde ich. Aber kann man sich auf jeden Fall geben, hat schon so einen eigenen Style. Also, wenn es dir gefällt und anderen auch, dann mach auf jeden Fall so weiter. So, ja, Punchlines. Da bekommst du von mir 1 Punkt, weil das eigentlich nur 2 wirklich gute Lines, finde ich. Das ist die Kermit-Line und die Gürtel-Line. Du hast 2 Parts und es ist 2 Parts, 32 Bars und da sind nur 2 wirkliche Punchlines drin, meiner Meinung nach. Ich finde nicht, dass ich da jetzt noch einen Punkt mehr rechtfertigen könnte. Somit wären wir am Ende bei TMC bei einem Endpunktgestand von 6-11. Zachary. Zachary bekommt für sein Video 2 Punkte. Ich finde, er hat auch eine coole Performance, aber es sieht irgendwie nicht so stylisch aus wie das Video von TMC. Ich finde, das sind nachgedreht und so, kommt immer eine Ecke böser rüber. Und das Video von TMC passt auch sehr gut zu seiner Hook. So. Also Video für Zachary 2 Punkte, Flow bekommt Zachary ebenfalls 2 Punkte. Ich finde, du hast einen coolen Flow mit noch ein paar kleinen Unsicherheiten, aber du bist viel, viel, viel besser als im 16. gewesen, was Flow angeht. Fand ich hier viel druckvoller, viel verständlicher, viel besser. So, und Punches, da bekommst du von mir 4 Punkte, ja 4 Punkte. Und zwar dein komplettes Intro, das hat komplett gepuncht, fand ich extrem geil, wie du nachgeäfft hast. Dann auch die Speedline, die Duckface-Line, die Kameramann-Line von Schobbe. Die ist aber von Schobbe gewesen, die Kameramann-Line. Und das TMC-Wortspiel. Das waren die Lines, die mir wirklich gut gefallen haben. Und ja, Zachary bekommt bei mir 4 Punkte Punches. Somit wären wir am Ende bei Zachary bei einem M-Punktbestand von 8-11 und somit gewinnt meiner Ansicht nach Zachary das Battle gegen TMC und kann meiner Ansicht nach somit ins Viertel einziehen. Peace out, bis zur nächsten Bewertung.